Ja, hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Unser Freund schwimmt da draußen rum. Gefährlich nahe. Ich fürchte, der frisst uns gleich. Warte, ich werde mal hier diesen hier machen. 97 Hülle ist, hat kaum Schaden genommen, aber ich kann. Ich kann aber nicht mehr steuern. Der war's abgekoppelt? Nö. Ist alles noch ganz? Okay, jetzt geht's wieder. Und ich hänge irgendwo fest. Ah, der hat mich in den Felsen gerammt. Okay. So, oh, okay. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer. Momentan scheinen die eher weiter oben rumzuschwimmen. Ändert sich wahrscheinlich gleich, aber. Wie sieht's aus? Da ist doch noch irgendwer. Ich habe auch so le wenige Lebenspunkte. Ach, du bist es. Ist die Musik neu, die gerade im Hintergrund läuft? Ich habe die bewusst noch nie so gehört. Ja, wenn es hier Faserzeug geben würde, so Tangenwald, würde ich mir einen Erste-Hilfe-Kasten bauen, gerade schnell, aber hier gibt es nichts. Deswegen versuche ich jetzt mal eben einfach möglichst unbemerkt mich noch ein bisschen umzugucken. Uah. Das ist eine enge Parklücke, aber vielleicht, wenn wir jetzt noch das Licht ausmachen, werden wir dann nicht so leicht gesehen. So, ich habe wieder total schräg geparkt, oder? Es geht so. Ach so, ja, sorry nochmal, dass beim letzten Mal die Folge unten abgeschnitten war. Ich nehme auf einem, also ich spiele auf einem 16 zu 10 Monitor, weil mein alter kaputt ist und ich nehme auf einem 16 zu 9 und will ja auch in 16 zu 9 aufnehmen. Das führt dann immer mal ein bisschen zu Problemen. Da muss man immer alles kontrollieren, dass alles richtig eingestellt ist. Und manchmal vergesse ich halt, eine Sache zu kontrollieren. Dann hat man den Salat. Kann ich mal irgendwie es schaffen? Ich bräuchte so eine Wasserwaage in dem Ding. Dass ich weiß, ob ich gerade stehe. Fast, ne? So. Ja, Lebensanzeige. Ich trinke wenigstens mal was. Das Essen müsste ich eigentlich auch. Hier schwimmen doch so viele Fische. So. Dich können wir noch nicht scannen oder irgendwas machen. Da schwimmt einer, den kriegen wir vielleicht. Na? Sag mal. In der Hoffnung, dass wenn wir volles Essen und Trinken haben, dass wir in der Bahn ein bisschen Leben regenerieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war doch so. Das funktioniert so. Okay, es ist echt schwierig, den mit dem mit der Klinge zu schlagen. Also wirklich die. Ich habe gerade den Falschen gegessen. Und ich habe den nicht getroffen, oder? Das heißt, steht nicht gekocht da. Ich fange die so und koche die. Das mit dem Messer mache ich, wenn es irgendwie. Wenn ich keine Möglichkeit habe zu kochen. Ich habe jetzt meinen Fabrikator, aber das geht schneller. Das ist witzig, dass das da so sich reinhängt. Ich habe da doch eben rausgesehen. Schon ein bisschen zu schwer zu sehen, welche zu diesen. Seht ihr nicht nah, die Dinge? Zu dieser Gruppe gehört, die man nicht sich schnappen kann und welche echt sind. Oh, das Rubin.
Oh, da sind Dinge da unten. Gucken wir gleich. Erst essen und trinken und dann schauen wir noch mal. Blasenfische gibt es hier, glaube ich, nicht. Oder nur wenig. Ach komm. So, jetzt wird erstmal alles gekocht. Ups. Wurde auch daneben geklickt. Langsam machen. Keine Energie mehr. Daran habe ich nicht gedacht, dass das alles so viel Energie kostet. So, wir sind jetzt bei 12 Lebenspunkten. Also Essen, Trinken ist voll. Mal gucken, ob ich jetzt regeneriere hier drin. Immer noch 12. Die Energie ist weg vom hinteren Abteil. Wahrscheinlich erstmal nur, weil Licht ist noch an. Ich habe hier zwei Batterien. Habe ich im Vorrat eine Energiezelle? Nein. Energiezelle habe ich leider nicht dabei, weil ich das noch nicht bauen konnte. Also die Ladestation habe ich halt auch noch keine dabei. Was kostet es mich denn? Achso, ich wollte gerade sagen, eine herzustellen. Ja, da ich keine Energie habe, kann ich auch keine herstellen. Das wäre zu schlau. Wir sind bei 13. Okay, es regeneriert aber extrem langsam. Ich kann doch hier, genau, ich kann hier überprüfen. Null. Haben wir komplett null? Wir sind gestrandet. Okay, wir sind gestrandet. Dann müssen wir dann müssen wir zu Fuß zurückschwimmen. Dem Seegleiter. Basis. Dann müssen wir Energiezellen holen und dann kommen wir wieder. Okay. Und dabei darf uns keiner auch nur schräg angucken, weil sonst sind wir tot. Deswegen zwänge ich mich hier um durch die kleinsten Öffnungen, in der Hoffnung, dass die da nicht hinterherkommen. Ich sehe was über mir, das ist nicht gut. Schatten. Wahrscheinlich entkommen jetzt den großen Raubfischen und dann kommt irgend so ein ganz kleiner. Schnappt einmal zu. Das war's dann. Puh, okay. Ich glaube, wir sind erstmal relativ sicher. Muss noch um die Insel drumherum. Da sind wieder die. Das ist nicht so gut. Ich muss. Ups, falsche Taste. Ich gehe vielleicht oben rum. Kann ich überhaupt oben rum? Kann ich an Land? Ich gehe mal über die Insel. Toll, wir müssen dahin und die da an der Ecke sind diese Raubdinger. Wie heißen die nochmal? Diese Flossen. Flossenhaie? Keine Ahnung, ich vergesse, wie die heißen. Was schön hier eigentlich, ne? So. Hier könnte man sich auch was bauen. Mal so ein Fenster. Ein natürliches Fenster dann. Vielleicht irgendwann mal belegen. Kann man aber nicht viel bauen, zum Snaken. So, erstmal an die heiße Quelle. So wie die Pinguine auch. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wir können euch zum Omega-Baum gehen, oder? Uns gerade noch was zu essen schnappen.
Stock immer hier hoch? Ist da nicht irgendwo ein Höhleneingang? Ja, okay. Gab's hier irgendwelche bösen Tiere? Oh, da liegt auch noch eine Frucht. Wahrscheinlich hatte ich keinen Platz mehr im Inventar, aber die ist doch schon jetzt vergammelt, oder nicht? Omega-Frucht. Nahrung, Gesundheit. Das ist halt voll die Mega-Frucht eigentlich, weil die Nahrung und Gesundheit und Wasser gibt. Voll die OP-Frucht. Ich würde die gerne haltbar machen und mitnehmen. Beziehungsweise, ich würde es halt echt gerne bei mir auch bauen können, anbauen können. Ist halt doof, dass wir noch keinen Innenbeetkasten haben. Komme ich endlich nicht ran? Egal. Warum haben die sich jetzt zusammengezogen, die Blumen? Nur weil ich weg bin, oder? Ich hoffe, die haben sich nur zusammen gezogen, weil ich nicht in der Nähe bin. Draußen ist, glaube ich, wieder übles Wetter. Und sehr dunkel. Aber wir haben ja jetzt. Was wir brauchen, wir müssen da runter. Okay, doch, du gehst wieder auf. Bewegungssensor und Blumen. Ja, gefährliches Wetter zieht auf. Erzähl mir mal was Neues. Looks like rain. Okay, ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht in den Kopf stoße, aber es sieht wie Wasser aus da unten. Dann sind wir nämlich nur 300 Meter von der Basis weg. Fisch. Hallo Diamant. Okay. Nur wieder. Ich Taschenlampe an, ja. Also Energiezellen. Gucken, was ich dafür brauche. Welcome aboard, Captain. Hier ist noch eine Batterie. Ja, schön. Habe ich aber einige auf Vorrat, deswegen kommt die gerade mal hier rein. Wir haben hier halt so diese, die ist ganz leer, die haben noch ein bisschen was. Ich meine, das ist schon mal besser als nichts. Ich würde sagen, die tauschen wir halt jetzt mal aus dann. Mach eben noch was zu trinken. Salz habe ich keins. Na gut, dann lasse ich hier Fische einfach gerade mal im Inventar. Immer das Zeug weglegen. Nee, Schwefel habe ich hier nicht drin. Hier habe ich Gold und Diamanten. Das Kupfer und Schwefel. Wir haben ein Kupfer. Wahrscheinlich brauche ich gleich Kupfer mit Sicherheit.
Also Energiezellen. Zwei Batterien und ein Silikongummi. Okay. Ich habe ja Batterien. Dann mache ich jetzt. Also normalerweise brauche ich ja Batterien zum Hakupfer, aber ich nehme die Batterien, die ich schon habe, weil da haben wir einige. Ja, Büschel bitte. Und dann passt das auch. Silikongummi. Batterien. Habe ich es doch gerade weggelegt? Dann nehme ich es ja doch eben mal wieder an mich. Braucht immer zwei. Das ist blöd. Das heißt, ich kann momentan nur eine Energiezelle machen. Und wir haben in der Bahn aber noch mehr Batterien. Dann tauschen wir erstmal die, die wir haben, aus und dann machen wir in der Bahn noch mehr Batterien. Energiezellen. Okay, das warst du. Was habe ich hier noch angezeigt bekommen? Keine Ahnung. Ich nehme an, dass die Ionenbatterien-Sachen, dass die länger halten. Da brauchen wir aber auch wieder Lithium für. Brauchen wir halt mehr Kabelsatz und so. Das ist ein bisschen schwieriger. Kann man später mal machen. Die Kolossqualle vom letzten Mal und der Pfeilrochen. Größtenteils harmlos. Größtenteils. Ich tausche mal das Kupfer gegen das Schwefel aus. So. Und dann schwimmen wir direkt wieder zurück. Ich hole mal die Stoßkanone zur Sicherheit. Ach so, ich hätte erste Hilfe machen sollen. Wir wollen uns da ein bisschen länger noch aufhalten da hinten. Ich mache schnell noch erste Hilfe. So viel Zeit muss sein. Na, machen wir mal hier. Okay. Erste-Hilfe-Kasten haben wir auch noch nicht gesehen. Also gesehen schon, aber noch nicht scannen können. Hier, das Maul schon aufreißt. Bleib bloß weg. Ich glaube, ich hätte kein Problem damit, wenn die so ein bisschen seltener auftauchen. Gerade die mit diesen flossenen Füßen. Die sind schon eher einfach lästig, ne? Vielleicht wird die Spawnrate auch noch ein bisschen angepasst. Ich finde es auch gerade krass bei dieser Kolossqualle halt so viele von diesen, also drei von den ganz großen waren.
Aber auf der anderen Seite muss man dann tatsächlich seine ganzen Werkzeuge mal richtig einsetzen. Ich habe die Stoßkanone habe ich noch nie so oft benutzt wie in diesem Part hier. Echt, ist das eine ganze Familie. Weiß. Ich habe die doch bestimmt wieder hinter mir, aber ich will mich jetzt nicht umdrehen. So vom Schatten her. Ich habe dich hinter mir, das ist okay. So, dann machen wir mal hier direkt Austausch. Und dann mein Vorratsspind ist hier. Dann tue ich da mal die leeren rein. Und dann holen wir noch eine Batterie daraus. Dann können wir noch eine Energiezelle. Und dann haben wir zwei volle Energiezellen. Dann können wir das austauschen, wenn es nötig wird. Sehr schön. Und so ein bisschen mehr Silikongummi als nötig. Tun wir da rein. Tun wir da nicht rein, da hab ich das Zeug noch drin. Tun wir es da rein. Oh, da habe ich auch noch Zeug drin. Ich habe wohl kein Zeug drin. Okay, dann gehen wir gerade mal mit der Seebahn noch ein Stückchen weiter runter. Dann ist der Weg nicht so weit. Gab es denn hier eine Öffnung? Ups. Da geht es, glaube ich, rein. Das ist alles ein bisschen eng. Ah, passt schon. So, was haben wir denn hier für Zeug? Ah, Wärmekraftwerk. Ist ja witzig, der Tunnel. Ich scanne aber erstmal die Wärmekraftwerke und das brauche ich gerade, glaube ich, nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal benutze, deswegen lasse ich das erstmal liegen. Hier waren doch so mehrere von den Dingern. Dann hätten wir nämlich das erstmal weggeskinnt. So. Mehr als zwei brauchen wir doch nicht. Sehr blau hier. Da mit der Bahn durchkomme. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt schon in einem Höhlenabteil. Ne? Ich bin jetzt nicht. Da oben ist nämlich Decke. Da kommt man nicht anders rein hier. Uch, das ist wahrscheinlich auch Wärmereaktor. Gucken wir mal, ob wir da mit der Bahn durchkommen, weil das ist auf 400 Meter, das geht noch. Der tiefste Punkt hier ist nämlich so 430. Das könnten wir also von daher schaffen eigentlich.
Mal gucken. Vielleicht nicht hier durch, sondern vielleicht links wegen dem Ding hier. Dadurch. Das passt genau. Sind nur die Fische. Für die Fische, nicht für mich. Ja, es geht noch ganz gut. Ich nehme an, das ist auch warm hier unten. 20 Grad, ja. Ich weiß gar nicht, was der Wärmereaktor für eine Temperatur braucht. Oh, hier wird es sogar dunkler werden. Sieht halt echt schön aus, wenn es nicht anleuchtet. Ne? Aber sehe ich nichts. Können gleich mal irgendwo abstellen. Ach, da oben ist wieder. Vielleicht waren wir hier schon. Von der anderen Seite aus. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist das ihr Haus, ihre Behausung. Ja, das ist die Marguerite. Das ist Marguerites Höhle. Hallo. Ich sollte irgendwas für dich machen, was ich immer noch nicht gemacht habe. ich soll, glaube ich, den Sendemast irgendwie. Kann man den irgendwie kaputt machen, einfach dich draufhauen? Das Wärmekraftwerk, ist es heiß. Das letzte Mal waren wir halt hier ohne Seebahn, deswegen habe ich hier nicht mich so umgucken können. Wusste nicht, wie das verbunden ist. Das können wir dann ja, hier können wir so eine Runde fahren. Ich gehe mal auf die Insel und gucke mal, ob wir mit diesem Sendemast jetzt irgendwas machen können. Weil sie hat ja gesagt, man soll es kaputt machen, glaube ich. Bevor sie ihm irgendwie weiterhilft. Also wie Sam sagt, wie auch immer. Gucken, ob es hier weitergeht. Wir müssen doch eigentlich. Wie bist du denn hier reingekommen, Junge? Hab dich getroffen. Ich würde sagen, ich glaube hier. Also das Seerosengebiet grenzt ja auch wiederum an. Da müssten wir eigentlich auch landen, also darunter. Ah, da ist unten so ein Steineschmeißer. Diese 453 könnte ich mir viel, viel weiter runter. Bleiben wir hier stehen. Ich mache mal Licht aus. Energie sparen. Der ist da oben, okay. Die kommen auch überall hin, die Dinger. Komische Geräusche. Habe es einfach nur die Hintergrundmusik. Oh, hier ist auch Lithium. Nice. Das nehme ich doch gerne. Leuchtet was? Sieht ein bisschen aus wie eine Dingskanone. Oder einfach nur ein Licht. Nicht schmeißen. Ich will hier nur vorbei. Ah, jetzt sind wir bei den Kristallen. Alles klar.
Und das war. Ach, das ist, glaube ich, der Arm. Genau, der Schubkanonenarm. Ich sag ja, sieht aus wie Kanonending. Der kommt später bestimmt noch. Der wird noch praktisch dann, denke ich. Eine Steinlaus. Wir sind jetzt 160 Meter entfernt, okay. Also mit den Kristallen erfahren wir noch nichts. Ich schwimme gleich zurück. Das Lithium sichern und Sauerstoff. Und vielleicht schaffen wir es dann nochmal da runter. Mal gucken. Wie unterschiedlich jetzt die Musik so in den verschiedenen Biomen und Gebieten ist, also das ist witzig. Ich gucke mal, ob ich wenigstens ein bisschen geradeaus fahren kann. Also, das Lithium schnell mal wegpacken. Nicht die Taschenlampe. Und dann werde ich noch was trinken. Dann tauschen wir hier die Batterie. Warte. Vorratsschrank. Und ich nehme noch eine mit. So. Aber wisst ihr was? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir tauchen dann nochmal ab. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.